Wetter heute ist der 7.12.2020 und ich wollte euch zeigen, was ich von Sonja bis jetzt im Adventkalender gehabt habe. Sonja ist meine Assistentin und eine meiner besten Freundinnen und sie hat mir dieses Jahr diesen Asam Beauty Adventskalender neu befüllt. Den hatte ich letztes Jahr und sie hat ihn neu befüllt. Und bis jetzt habe ich 7 Türchen geöffnet und 7 Geschenke erhalten. Als erstes war mein Armband im Adventkalender, weil mir das abgerissen ist. Und sie hat es neu aufgefädelt und neu gemacht. Das finde ich total schön. Das ist blau, verschiedene Blautöne und Silber. Und mit großen und kleinen Perlen. Ist total schön, mir gefällt's gut. Im zweiten Türchen war ein Bueno, das ich schon gegessen habe. Im dritten Türchen war ein Blush von Essence. Ein Rosenholzturm. Das sieht man in der Kamera nicht gut. Aber ein dunklerer Ton. Ein schöner, der gut zu meinem Hautton passt. Im vierten Türchen war, glaube ich, Kaugummi. Five Gum, meine Lieblingskaugummis. Im fünften Türchen waren Manikürstäbchen für die Nagelhaut und zum Reinigen von Nägeln. Manikürstäbchen von Evelyn. Im sechsten Türchen war ein Beauty Blender von Evelyn. Der zum Make-up auftragen geeignet ist. So ein Beauty Blender. Und im siebten Türchen aber selbstgemachtes wieder. Diese Handschuhe, also diese Handwärmer von Sonja gehäkelt. In lila, meiner Lieblingsfarbe. Etwas eng, aber ich habe sie falsch rum angezogen. Moment. So. So sehen die aus. Die sind nur zum Handinnenflächen wärmen. Und dass man mehr Grip hat und die Finger bleiben frei, damit man gut greifen kann. Die sind aus Wolle und selbst gehäkelt. Und ich finde sie voll schön. Das war im siebten Türchen, also heute. Der zweite liegt am Tisch. Ich finde den Adventskalender von Sonja am besten von allen, weil der selbstgemacht ist und viel Mühe drin steckt und das total süß von ihr ist. Ich habe sie total gern und möchte mich hier auch nochmal bedanken für den Adventskalender und ich werde jedes Ding darin schätzen. So wie ich sie schätze. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Arenas.